Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich bin jetzt noch ein Stück weitergefahren von Österild aus und besuche jetzt den Windpark Thorup. Ist wohl der größte Windpark Dänemarks. Oder war es zumindest mal, 2018 glaube ich. Wundert mich eigentlich. Hier stehen insgesamt 18 Anlagen. Ich dachte, dass es eigentlich noch größere Parks hier in Dänemark gibt. Aber man sieht relativ viele Einzelanlagen und kleinere Parks. Aber so richtig große Parks habe ich bisher noch nicht gesehen. Da ist das hier schon einer der größten. Ja, und was richtig geil ist hier, hier stehen insgesamt 18 Siemens Gamesa SGDD 4.330. Echte Raritäten in Deutschland. Gibt echt nur eine Handvoll Windparks, wo man die Anlage sieht. Und auch Premiere für mich. Habe die Anlage bisher noch gar nicht gesehen. Aber ja, finde die echt richtig geil. Auch auf diesem niedrigen Turm, bin jetzt nicht ganz sicher, wie hoch die sind, schätze 85 Meter. Muss gleich mal im Turm gucken, ob da noch irgendwas steht. Aber die gefallen mir echt richtig gut. Was ich bei denen besonders geil finde, ist, dass die Rotorblätter so sichelförmig gebogen sind. Und ja, wenn richtig viel Wind geht, biegen die sich auch richtig geil nach hinten. Ist jetzt eher windstill. Heute laufen nicht alle Anlagen. Aber ja, echtes Highlight für mich, die Anlage mal hier zu sehen. Sieht auch echt richtig geil aus, so viele Anlagen in einer Reihe. Das gibt's nur hier an der Küste. Ja, und im Hintergrund sieht man noch einen anderen Windpark. Da stehen auch noch mal jede Menge Siemens-Anlagen. Das sind SWT DD 113. Mache ich nachher auch noch einen Stopp. Alter, das sieht richtig geil aus, wie die Blätter so schön gebogen sind. Also pitchen immer mal wieder aus dem Wind die Anlagen. Dann kommt mal wieder ein Windstoß. Dann laufen sie mal wieder ein bisschen besser. Ja, ich werde mich jetzt mal unter die Anlage stellen. Mal gucken, ob da irgendwelche Daten stehen. Und schauen wir mal an, wie der Rotor vorbeizischt. So, ich stehe jetzt hier nochmal etwas näher bei einer Anlage. Der Wind hat zum Glück noch mal ein bisschen aufgefrischt und jetzt laufen die Anlagen wieder. Das ist echt richtig krass, wenn der Rotor anfängt, sich zu drehen, was das für Vibrationen sind. Das spürt man echt bis hierher. Das muss dann wohl Infraschall sein. Aber das ist echt krass. Echt wie so ein, ja, Wummern. Aber das sieht schon echt richtig geil aus. Dieser Riesenrotor auf diesem kleinen Turm. Richtig fett. Sieht mir jetzt auch das Maschinenhaus noch ein bisschen besser. Also anfangs war ich ein bisschen skeptisch, was das Design angeht, weil das halt irgendwie so, ja, irgendwie so länglich, dieser eckige Kasten und dann halt die Narbe und der Generator so lang gezogen. Aber irgendwie gefällt mir das Design gut. Ich finde halt getriebelose Anlagen generell irgendwie geil. Ja, was halt sehr schade ist, dass die jetzt für den deutschen Markt gar nicht mehr gedacht ist. Also die 130er, 141er werden gar nicht mehr gebaut. Also Altplanungen werden noch realisiert, aber bei neueren Planungen muss dann umgeplant werden. Jetzt fokussiert man sich halt ganz auf die 5.X-Reihe, also Getriebeanlagen. Und offshore bleiben sie dann aber bei den Direct-Drive-Anlagen.
Also ich hätte die hier gern echt noch öfter gesehen. Auch auf dann riesigem Turm, so 161 Meter. Wäre schon geil. Naja, da muss man halt hierher fahren und sie sich hier anschauen. Ja, ich würde mich jetzt mal drunter stellen. Mal gucken, ob da irgendwas von Nabenhöhe steht. Und ja, schauen wir mal den Router an, wie der vorbeizischt. So, ich stehe jetzt hier unter einer Anlage. Hier stehen leider keinerlei Daten. Ist immer cool bei Nordex oder Zenvion, da stehen immer schön die Nennleistung, Nabenhöhe, aber steht hier leider nicht. Steht nur WTG11. Könnte für Wind Turbine Generator stehen. Weiß ich jetzt nicht genau, aber Daten stehen hier leider keine. Aber es sieht absolut geil aus, hier unter der Anlage zu stehen, wenn der Rotor hier vorbeizischt. Richtig fett. Ah, dieses Zischen, das hört sich so geil an. Und da sieht man nochmal richtig schön, wie die Blätter gebogen sind. Blattspitze ist richtig schön nach vorne gebogen. Ja, was bei den Siemens Gamesa-Türmen cool ist, die haben das oberste Segment hat auch immer noch so Windabweiser dran, damit der Turm nicht zu sehr hin und her schwankt, wenn es sehr windig ist. Richtig fett dieses Teil. Boah, wenn es hier mal richtig stürmt, würde ich die echt mal gerne sehen. Aber Hauptsache sie läuft. Wäre schade, wenn ich hierher komme, die Anlagen laufen gar nicht. Aber ah, das sieht auch einfach so geil aus. Diese Masse an Anlagen hier in einer Reihe. Richtig nice. Richtig cool. Ja, ist schon cool, einfach mal so ganz weiße Anlagen zu sehen, aber ja, irgendwas fehlt. Also man ist es halt so gewöhnt von Deutschland mit dem roten Turmring und der roten Verkehrskennzeichnung an Maschinen aus den Rotorblättern. Aber ja, hat auch was, einfach mal ganz weiße Anlagen zu sehen. Was jetzt noch geil wäre, wäre, wenn sie jetzt alle noch Tagesbefeuerung hätten. Aber das ist ja in dem Fall, glaube ich, nicht nötig, weil die Anlagen ja relativ niedrig sind. Also ich gehe mal davon aus, auch wenn jetzt nichts am Turm steht, es müssen die 85 Meter sein. Ein Blatt ist ja so 65 Meter lang und da ist nicht mehr so viel Luft nach unten. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es wisst, aber ich denke, es sind 85 Meter. Ah, ich bin ein echter Fan von den Anlagen. Ja, und ich glaube, in Norwegen stehen von dieser SGD, die 130, echt einige, auch echt richtig große Windparks. Ja, könnt ihr gespannt sein, wenn ich da mal einen Windpark besuche. Ich hoffe, ich schaff's. So, hier sieht man jetzt nochmal geil von der Seite, wie tief das Rotorblatt runterkommt. Das ist richtig fett. Also da ist noch Luft, also so 20 Meter sind da noch, aber es sieht trotzdem richtig fett aus, zum Greifen nah, mega. Ja, ich schätze mal, das ist auch so gewollt, dass der Abstand zwischen
Turm und Rotor dann schon noch relativ groß ist, dass der Generator so lang ist, weil die halt so eine krasse Rotorblattbiegung haben. Und ja, das Maschinenhaus ist auch so ein bisschen, hat einen gewissen Winkel zum Turm, also dass die Rotorblätter an sich schon ein bisschen weiter nach vorne stehen, weil die halt echt so eine krasse Rotorblattbiegung haben, dass die nicht gegen den Turm knallen. Richtig nice. Oh, das ist echt ein Highlight. Ja, und jetzt laufen fast alle Anlagen wieder. Ja, Drohne ist auch am Start. Ich werde jetzt noch ein bisschen fliegen, dass ich gerade jetzt mal den windigen Abschnitt erwische. So, ich bin jetzt hier im benachbarten Windpark mit den Siemens SWT 3.213. Das ist der Windpark Klim Fjordholme. Hier stehen insgesamt 22 Siemens SWT DD 3.213. Ja, der Wind ist leider sehr, sehr unbeständig heute. Mal gibt es dann wieder so eine kurze Brise, da laufen die Anlagen wieder gut. Dann schalten sie sich wieder ab. Stehen auch alle in unterschiedliche Richtungen hier. Hier drüben stehen auch noch mal einige. Die laufen jetzt wieder rum. Und da hinten war ich gerade eben. Da sind die SWT DD 130. Ja, die Anlagen kenne ich ja aus Straubenhardt. Allerdings haben sie da auch eine hohe Nabenhöhe. Da sind es 141 Meter. Und die hier, weiß ich jetzt gar nicht, was die für eine Nabenhöhe haben. Könnte, ja, so ein, ich glaube 79 Meter gibt es. 92 Meter, ich bin mir jetzt nicht genau sicher. Ja, hier sieht man jedenfalls das Logo von Vattenfall, also hat Vattenfall den Windpark projektiert. Ja, auch die Anlagen gefallen mir vom Design her eigentlich richtig gut. Ich finde es cool, dass die halt noch diesen Spoiler oder den Kühler hinten drauf haben. Das hat die SWT DD 130 jetzt nicht. Aber gut. Ja, werde jetzt auch noch mal ein bisschen näher hinlaufen und mich auch mal drunter stellen. Jetzt frischt der Wind nämlich gerade wieder ein bisschen auf. Jetzt stechen wir hier in der Nähe von einer Anlage, die gerade wieder angelaufen ist. Ah, sieht richtig geil aus. Ist auch richtig tolles Wetter heute. Echt richtig heiß. Also ich dachte eigentlich, dass es kühler ist hier, aber heute ist es relativ windstill und heiß. Ja, die SWT DD 113, die hat jetzt nicht diese Windabweiser am Turm. Ganz normal ein Stahlturm. Ich glaube, das hat dann nur die 130er, 141er. Aber es finden Siemens-Anlagen immer geil, dass die haben halt so eine richtig fette Blattwurzel. Auch jetzt für relativ, für Anlagen mit relativ kleinem Rotordurchmesser. Schon geil, die Blätter. Sehr, sehr gemächlich läuft sie nur. Ja, die pitchen auch relativ schnell raus, wenn der Wind zu schwach ist. Obwohl da hinten die laufen jetzt relativ zackig. Aber ja, der Wind ist relativ unbeständig heute. Die Anlagen hier stehen komplett in unterschiedliche Richtungen. Aber ich muss sagen, dass ich die 130er ein bisschen geiler finde.
Die hier ist zwar auch cool, aber bei der 130er ist die Blattbiegung einfach nochmal geiler. Und ja, die Flügel sind halt so schön sichelförmig gebogen. Das hat die Anlage hier so ein bisschen, aber bei der 130er sieht man es einfach nochmal ein bisschen besser. Naja, ich werde mich mal drunter stellen. Jetzt stehe ich nochmal unter einer Anlage. Hier steht zumindest wenigstens mal dran, wie der Windpark heißt und wer der Betreiber ist. Also Windpark heißt Klimfjordholme. Und Klimfjordholme W. Ja, ist quasi der Straßenname. Aber auch hier wieder keine technischen Daten zur Anlage. Schade, fände ich immer cooler, wenn, wenn da ein paar Infos dabei ständen, weil online findet man jetzt auch nicht so super viel. Hat sich jetzt auch wieder abgestellt, die Anlage. Sieht man nochmal schön, wie das Blatt gebogen ist. Ja, aber der Wind scheint heute echt aus total unterschiedlichen Windrichtungen zu kommen. Die Anlagen echt in sämtliche Richtungen stehen. Gestern, als ich ankam, war es wesentlich windiger. Aber heute ist es ja, ziemlich heiß und eher windstill. Jetzt zieht noch mal ein Lüftchen auf. Sieht man auch, jetzt hat es sich wieder in den Wind gedreht. Also der Wind scheint heute aus Osten zu kommen. Und jetzt legt sie auch langsam wieder los. So wie es aussieht. Sich erstmal in die richtige Richtung. Jetzt läuft sie ganz langsam wieder an. Sehen wir jetzt schön die Zackenbänder hier an der Blattspitze. Die läuft auch wieder an. Also jetzt scheint wohl ein beständiger Wind aus östlicher Richtung zu kommen. Leider auch keine Tagesbefeuerung. Jetzt noch so rote Spitzen und Tagesbefeuerung, das fände ich richtig cool. Naja, aber trotzdem cool. Ja, das ist mir hier in Uetze schon mal aufgefallen. Die Rotorblätter, dass die so schmutzig sind. Ah, irgendwer hat mir das mal erzählt, was das ist. Was es damit auf sich hat. Sind quasi auch so... Ah, wie so kleine Spoiler oder ja, hat irgendwas mit der Aerodynamik zu tun. Und da setzt sich halt gerne Dreck fest, deshalb ist der oberste Teil des Blattes immer so ein bisschen schmutzig. Jetzt läuft sie wieder an. Naja, ich werde jetzt mal weiterziehen. So, ich habe jetzt hier noch mal ein bisschen weiter weg angehalten. Von hier hat man nämlich noch mal einen tollen Blick auf den Windpark aus der Ferne.
Jetzt scheint wieder mehr Wind zu gehen. Jetzt laufen sie wieder alle. Ja, ich stehe hier gerade an so einer Art, ja, Marschlandschaft. Hier sind ganz viele Birdies unterwegs, ganz viele Vogelbeobachter. Ja, was cool ist, von hier aus sieht man jetzt auch das Testfeld in Österild. Also es ist relativ nah. Da sieht man eine Siemens-Anlage. Ich weiß nicht, ob es die 222er ist oder die andere. Ah ne, das ist die 222er. Da guckt auch noch eine raus. Und da sind dann die Vestas-Anlagen. Da sieht man es auch, der Windmessmast, der blinkt immer. Da ist die V162. Ja, und dann hier auf der anderen Seite, die Straße geht hier quasi wie über so einen Damm. Da hinten ist dann der Windpark Hörup mit den SGDD 130. Stehen jetzt auch alle komplett in die andere Richtung. Hat sich der Wind echt gedreht. Stehen auch direkt am Meer, das hat man vom Park aus gar nicht so gesehen, aber von der Drohne aus sieht man es ganz gut. Ja, im Anschluss habe ich nochmal ein Drohnenvideo für euch, sind auch echt schöne Aufnahmen geworden, richtig toll bei dem Wetter. Viel Spaß damit und dann sehen wir uns im nächsten Windpark. Halt die Ohren steif und bis dahin.